Mike, ein Jahr ist es her ungefähr, da haben wir uns in Duisburg getroffen. Genau, zum Seminar. Zum Seminar, und da habe ich mal gesagt, schau mal in der Sommerdiät drüber. Da wog ich, was wog ich da? Ich glaube 106, 105. Da haben wir noch gesprochen, überhaupt das realistisch wäre im Wettkampf und das Gewicht überhaupt zu packen. Ich habe dieses Jahr nochmal eine Diät gemacht, quasi eine Sommer-Fibo-Diät, aber ein bisschen härter. Und ich würde mal gerne jetzt deine Meinung wissen und hören, wie du das Ganze siehst. Ich habe stark an meinen Beinen gearbeitet. Ich habe immer noch Arthrose. 1,5 Jahre habe ich gar nichts gemacht. Ich habe jetzt irgendwie ein paar Peptiden und mit ein paar Übungen so um den Schmerz drumherum trainiert. Habe das gemacht, was ich machen konnte. Und ich würde jetzt gerne von einem Mr. Olympia-Kandidaten einen kleinen Formcheck machen, eine kleine Bewertung, wie du das Ganze so siehst. Ich bin gespannt. Ich habe Darf ich online, mich ausziehen? selbstverständlich, ich habe online schon was gesehen. Bin Schuhe gespannt. ausziehen? Ja, mach Schuhe aus. Alles. Mach dich nackig. Ja, das ist. Und dann eröffnen wir einen OnlyFans-Account. Das ist, glaube ich, der erste Formcheck, so ein ganzer Formcheck, komplett auf meinem Kanal. Gab es noch nie. Nein. So komplett, entblößt, komplett mit. Oh, was ist denn da passiert? Mal kurz noch den Lörres richten. Fibo-Diät, sagst du, ja? Ich mache einfach alle Posen durch. Quadratrons, alles und so. Ja. Oder du sagst die Posen durch, aber am besten, wenn wir so nach der Reihenfolge gehen. Front relax. Okay. Quarter turn. Drück dein Bein richtig durch. Ja. Und Quarter turn. Jetzt bin ich gespannt. Zieh mal die Buchse hoch. Da ist noch Speck dran. Hier unten. Ja, gut, das sind Aber Hautfalten. eckig ist er, glaube ich, schon, oder? Ja, das sind noch ein bisschen Hautfalten. Aber man sieht schon die Konturen links und rechts. Okay, zeig mal, ob du den Christmas Tree rauskriegst. Ja, yeah, there you go. Sehr gut. Das ist deine starke Seite, kann das sein? Ja, sieht man. Seitliches kann ich leider nur von der Tattoo-Seite aus. Aber wenn ich so im Spiel gucke, sieht die rechte Seite viel besser aus. Ne? Hast du schon mal auf der anderen Seite probiert? Eine Sidechest zu machen? Nein. Aber die würde dir, glaube ich, gefallen. Das ist, glaube ich, so meine sicherste Pose jetzt. Okay. Zeig mal, Doppelbizeps. Lass mal nach der Reihe durchgehen. Doppelbizeps. Boah, Digga. Die Linie gefällt mir mega. Danke. Die kommt immer so mit der Diät. Bei dir aber auch, ne? Ja. So im Aufbau sieht das Ganze ein bisschen komisch aus, aber je tiefer ich in den KFA gehe, die Taille ist immer weg. Ja. Warten wir auch nicht auf Du mein stellst Ding. dich hervor, hast du mit wem hast du Posen geübt? Hier. Ehrlich, da haben Training du gemacht. stellst dich mega gut. Ja? Geil. Von dir aus zu hören. Also, Was Posing das ist angeht. so eine hohe Kunst. Man kann eine Pose stellen und man kann sie richtig gut stellen. Danke dir, das ist geil. Sanchez? Ja, bitte. Und schön auf dem linken Bein draufstehen. Siehst du an der Seite vom der laterale Teil vom Oberschenkel, wie die Querstreifen darunter ziehen? Crunch mal den Bauch nicht, sondern atme mal in die Brust und mach die Brust groß. Mal gucken, wie es aussieht. Was hältst du von einem Vakuum in der Sidechest? Macht Sinn, weil du das Verhältnis von Oberschenkelarsch zur Brust veränderst. Also dadurch, dass die Mittelpartie dann so schmal ist, wirkt der Rest größer. Okay. So wie es Schwarzenegger früher gemacht hat. Genau. Ja, das wirkt auch nochmal. Stell dich aber aufs linke Bein drauf. Wie meinst du das? Das Zeigebein ist das Standbein. Ja. Das, was hinten dran steht, da stehst du gar nicht richtig drauf. Genau, weil dann kommt an der So, Seite, siehst jetzt du. kommt mehr. Nein, ich meine auf dem Quadrizeps auf der Vorderseite. Ja. Da, wo die Pferde diese Seitenstreifen haben. Ja. Genau da. Wenn du da drauf stehst, dann fängt das an zu flimmern. Das siehst du im Spiegel auch. Okay. Muss mal üben. Also nur aufs Zeigebein draufstellen, mehr Okay. musst du nicht machen. Okay. Quadrizeps, ne? Nee, gibt's nicht. Ah,
Die nächste ist Double Back, Double Bicep. Aber ich will noch mal kurz die Side Chest sehen. Und zwar erstmal gecrunched und dann mit Vakuum. Okay. Und ich glaube auch, das ist interessant für die Zuschauer, weil das ist so ein Geschmacksding. Manche mögen so, manche mögen so. Ich finde, gecrunched sehe ich massiver aus, mit Vakuum ästhetischer. So. Ja, so kann man es dann. Siehst du das, was da passiert, wenn du drauf stehst? Genau, ja, okay, das meine ich. Und jetzt Vakuum. Oh, ich finde, ganz ehrlich, also vom Oberkörper her finde ich, hat einen Punkt vor, ja. Finde ich auch. Du musst aber aufpassen, weil wenn du eine Vakuum in der Front Double Bicep ziehst und in der Brust, dass dir die Puste nicht weggeht. Ja, man kann dann das gut ausgleichen in den Backposen. Dann kannst du schön die Wampe hängen lassen. Ja. Dann geht's. Back Double Bicep. Back Double. Boah, du hast gute Details im Rücken. Du machst gar nichts und du hast hinten schon den Christmas Tree. Atme nicht vergessen. Bei der Pose kannst du atmen, nutz das. Stark. Eine Sache, die du noch probieren kannst, wenn du in der Back Double Bicep stehst, versuch mal, ähnlich wie so ein Lat Pull Down, noch einmal nach unten zu schieben. Ah, okay. Mhm. Beinstellung ist okay? Absolut. Alles klar. Öffnen und dann Ellenbogen runterziehen. Ja. Bauch und Beine. Jetzt siehst du, mit der Arme. Boah. Crunch mal deinen Bauch und wuppel mal mit deiner Haut so an der Seite. Mal den Arm hoch. Seht ihr das? Also da ist halt nicht mehr, das ist ja fast Folie. Zieh da noch das Wasser raus und so, dann... Ich wollte gerade sagen, dann wärst du wettkampffertig. Gib dir noch eine Woche, zwei Wochen mit Peak Week, dann wärst du eigentlich wettkampfready. Meinst du? Das Ding ist, ich wiege heute, ich habe die Diät angefangen, das ist auch kuriose, mit 3200 Kalorien. Ich habe mir einen Coach genommen dafür, am 5. Januar. Und wir haben letzte Woche die erste Anpassung getätigt. Letzte Woche. Also liegt es quasi nahtlos. Konstant. Gewicht ist tatsächlich fast gleich geblieben. Von 100, mit 103, 104 haben wir angefangen. Heute hatte ich 102,5. Aber der Look ist halt komplett anders. 2018, als ich Profi wurde, habe ich mit 92 Kilo die Diät begonnen. War mit 91, fertig und bin Pro geworden. Überleg mal. Aha. Aber jetzt nochmal zum Thema Wettkampf. Du sagst jetzt Wasser raus, Wettkampf, aber... Da wäre ich nicht in der Classic, weil das Classic Limit sind 94,8. Ja, das sind nochmal gute 8 Kilo. Ja, 7, 8 Kilo. Meinst du, es wäre überhaupt realistisch, 7, 8 Kilo von dem Paket wegzuballern? Also du hast noch so ein bisschen Wasser so am Arsch und so. Hier, ich denke mal, das ist auch Fett irgendwo noch hier. Da wird das ein oder andere Körnchen wird da mit Sicherheit noch sein. Ganz ehrlich, viel geht nicht mehr runter. Dann ist halt die Sache, wie viel ziehst du aus der Muskulatur raus, wie lange hast du Zeit zum Laden, das ist alles noch so mal ein kleines Poker-Ding. Aber also es ist nicht unmöglich, ich habe jetzt viele Leute gesehen, die jetzt mal in der Woche 6 Kilo wegmachen, weil sie es müssen. Du würdest es auch schaffen, wie dann der Look aussieht, weiß ich nicht. Je nachdem, wie gut du laden kannst. Ich habe auch mich gar nicht beschäftigt mit irgendwelchen Wettkämpfen, ich weiß gar nicht, was vor der Klar, ich kenne ein paar Wettkämpfe, die jetzt anstehen. Aber ich habe mich nirgendwo angemeldet oder sonst was, weil ich habe das erstmal komplett aus dem Kopf geschlagen. Ich wollte erstmal eine schöne Ausgangslage schaffen. Ausgangslage. Ja, aber ich muss dir auch ehrlich sagen, bis zu der Anpassung war ich gar nicht allein. Das war mein Kalorien-Sweetspot. Diese 3-2, ich hatte viermal die Woche Cardio. Easy. Ich war null am Leiden und meine Form wurde von Woche zu Woche besser. Deswegen ist es für mich, klar, das mag jetzt sein, okay, krass, der ist voll hart trocken, aber ich war null am Leiden. Erst seit einer Woche kommt der Hunger. Seitdem bin ich bei 2,7. Und 2,7 merke ich, diese 400 Kalorien, 500 merke ich extremst. Aber seit wann hast du das? 2 Wochen? Jetzt ist genau eine Woche rum, seitdem wir die Anpassung getätigt haben. Und in dieser Woche hast du wie viel Gewicht verloren? Ich habe 1,5 Kilo zugenommen. Ich hatte mein Tiefstgewicht bei 101, das war nach Ostern. Ich habe vor Ostern 2 Refeed Days bekommen. Einmal mit 600 Gramm Carbs und 80 Gramm Fett
und am nächsten Tag 500 Gramm Carbs und 80 Gramm Fett. Mhm. Und dann hatte ich am nächsten Tag das tiefste Gewicht. Dann haben wir die Anpassung getätigt und ich habe fast täglich so 300-400 Gramm zugenommen. Crazy. Verstehe ich auch nicht, ist komisch. Ja, es ist komplett gegen alles. Aber, Digga, es wäre echt eine Verschwendung, wenn du das mal nicht auf die Bühne bringst. Vielleicht. Wann warst du das letzte Mal auf der Bühne? 2020, vor 4 Jahren. Vor 3,5, 2020 Herbst. Ich hätte Bock, du kennst ja, habe ich ja auch schon gesagt, ein letztes Mal, wo das Knie hat stattgefunden. Was war das damals, der schlechteste Profi Deutschlands? Das war so, das ja, ja. Glaube ich gar nicht mehr dran. Digga, es wurden die letztes Jahr 1447 Pro-Cards vergeben. In einem Jahr. Was? 1447. Okay, ich wette, du bist nicht der schlechteste davon. Das glaube ich auch nicht. Warte, wir haben noch ein paar Posen. Bevor yes, Bauch und Beine hatten wir und jetzt Classic, Favorite Classic Pose. Most Muscle? Most Muscle gibt es nicht, aber es gibt die Favorite Classic Pose. Ich mache die eigentlich so. Hoppla. Hoppla. Oder mache ich noch die? Weil das sieht groß aus, finde ich. Die würde ich auf jeden Fall machen, das ist gern gesehen in der Classic, die Most Muscular, so, so. Und die habe ich früher gemacht auf den Wettkämpfen. Wenn du es schaffst, diese Details in der Brust auf die Bühne zu bringen, wenn du auf die Bühne gehst, dann hätte das mit Sicherheit, würde es schon Eindruck machen. Das wird erstmal nichts mit Bühne. Wenn, frühestens Herbst. Ich will den Rebound mitnehmen, hier noch ein bisschen Schwächen ausarbeiten, aber dann lege ich mich wieder rum. Was, warum zum Teufel gehst du nicht einfach mal zum Gucken auf den Wettkampf? Wo ist das Problem? Ich bin so unfassbar selbstkritisch. Ich will alles optimiert haben. Weißt du, was ich meine? Du bist so knapp davon weg, ein Optimum. Also ich meine, du hast die Klasse ausgefüllt, wenn du das Gewicht schaffst. Ja. Dein Look ist gut, du bist in Shape. Und das ist halt das Ding. Erstmal danke für die Worte, aber das ist halt das Ding, dieses Gewicht zu packen. Es ist für mich völlig unrealistisch. Digga, das sind 7, ich sehe hier keine 7 Kilo, nimm mal 7 Kilo in die Hand. Nein, das ist nicht das, was du siehst, sondern du ziehst es hier aus dem Muskel raus, das muss dir klar sein. Ich werde flacher. Du wirst 100% flach sein bei der Waage und je nachdem, ob die Waage am selben Tag ist oder danach, hast du entweder ein Problem oder nur ein kleines Problem. Ja. Da musst du, ich würde, mein Ansatz wäre, so viel in der Peak Week oder schon vielleicht 10 Tage davor runter zu machen, vielleicht wirklich nur auf 1,8 Kalorien zu gehen. Und gucken, wie der raus ist. Runter mit dem Gewicht und dann so einen Tag vor der Waage schauen, wie das Gewicht ist. Ganz langsam anfangen zu laden, ein bisschen entwässern und dann, sobald die Waage durch ist, gib ihm. Halt ganz schnelle Sachen rein. Aber wie gesagt, das schickt mal alles in den Stern. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei dir für diese geile Analyse. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin ein bisschen geschockt mit der Form, weil wir haben uns ja gesehen, da sah das ganz anders aus damals. Du hast dich enorm entwickelt. Okay, also auch danke. Beine haben an Volumen zugenommen, obwohl sie härter sind. Ja. Und generell Rest auch. Also du bist rund und vor allem bist du plastisch. Ja. Also das selten. Ist bei mir immer so. Vaskulär und plastisch immer. Ist es aber selten. Und ich bin auch kalt. Ne? Wir haben gerade nicht trainiert oder so. Wir haben uns hier nur zum Posen verabredet, weil Mike gerade in der Nähe ist. Mhm. Also auf Pump sieht das Ganze nochmal anders aus. Dunkelhäutige haben den Look, den du hast. Dieses plastische und volle Runde, aber trotzdem harte. Das haben nicht viele Leute. Mike, ich danke dir auf jeden Fall für diese Analyse am Wettkampf. Nicht diese Saison, wenn dann Herbst, denke ich mal. Fände ich schade. Wenn du mir eine Freude machen willst, mach einen Wettkampf. Ja, mal schauen, aber vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr. Wobei ich mir dann wieder denke, wenn ich jetzt hier meine Schwächen verbessere, dann wird es noch schwerer mit der Waage. Leute, mach mal ein bisschen Welle. Der Herr soll auf die Bühne gehen. Macht mal Kommentare, macht die mal wild. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Mike. Ciao, ciao.